Hallo, willkommen zum kleinen Review über die Gerber Gator Junior. Über Gerber wurde in den letzten Monaten und Jahren viel Gutes oder auch Negatives berichtet. Sowohl als auch bekannt ist, dass Gerber seine Sachen. Meine Gerber gehört zur Gruppe von Fiskars, oder? Fiskars, ich meine ja. Und dass die halt in Asien produzieren lassen. Ich fand diese Machete wirklich, ja, fand die wirklich nicht schlecht. Über den Stahl kann ich nichts sagen. Ich habe da auch nichts finden können. Fand die aber halt recht gut, weil man, wie man sieht, ja hier unten nicht nur die Funktion der Machete hat, sondern hier oben auch die Funktion einer Säge. Und das werde ich gleich auch mal Outdoors mit euch testen. Ich muss dazu gestehen, die habe ich aber auch schon, glaube ich, über 2 Jahre. Man kann auch sehen, dass ich die schon öfters benutzt habe. Ja. Kam auch sehr scharf ab Werk. Und bevor wir damit gleich rausgehen in den Wald, werde ich mal kurz das Gewicht für euch nachwiegen. Und das wäre dann mit Scheide. Liegen wir bei 576 Gramm. Ohne Scheide bei 439 Gramm. Das ist sozusagen ein Leichtgewicht. So, damit gehen wir jetzt mal raus und spielen ein bisschen. Bis gleich.